dazu nehme ich meine Häkelnadel und ich habe hier einen Rest helle Filzwolle und das Herz wird gehäkelt. Wir machen uns erst eine Schlaufe, eine Luftmasche. Die ziehen wir fest, dann machen wir drei, eins, zwei, drei. Und in die erste Masche machen wir ein Stäbchen. So, das ist der Anfang von unserem Herz. Dann wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Wir drehen es herum, machen zwei Stäbchen in die erste Masche und zwei Stäbchen in die zweite Masche. Eins, zwei. Damit haben wir schon ein kleines Dreieck. Drei Luftmaschen, eins, zwei, drei. Wir drehen es herum und machen wieder hier zwei in die erste, zwei Stäbchen in die erste Masche. Dann nehmen wir die nächste ein Stäbchen, in die nächste ein Stäbchen und dann machen wir hier in die letzte zwei Stäbchen, eins, zwei. Wieder unsere drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. So, jetzt machen wir hier drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. So, wir machen ein Stäbchen. So, gehen nach unten. Machen eine feste Masche, machen eine feste Masche, machen ein Stäbchen, eins, machen drei Stäbchen in die letzte Masche, eins, zwei, drei. So langsam erkennt man unser Herz. So, eine Luftmasche, eine feste Masche, noch eine feste Masche, ein Stäbchen, eins, zwei, eine feste Masche, aufpassen. Jetzt gehen wir in die Reihe unten darunter, nicht in diese, sondern eins unten drunter und machen da eine feste Masche und ziehen uns das, dass wir so richtig schöne kleine Flügelchen kriegen. So, dann eine feste, noch eine feste Masche, eins, zwei Stäbchen, und das dritte, eine feste Masche und eine feste Masche. Und schon haben wir ein Herz und ich häkel ganz gern noch eine Reihe feste Maschen darüber. In jede Masche, die wir haben, noch eine feste Masche. Einmal die letzte Reihe nochmal gehäkelt. In der Mitte, Achtung, gehen wir nochmal darunter und ziehen es fest. Und dann wieder in die Reihe darüber. So, gleich sind wir fertig. Genau, das ist die letzte Masche in der letzten Reihe. So, dann haben wir unser Herz.